bin der Martin Holinet, komme aus dem Salzkammergut in Oberösterreich und bin Sozial- und Berufspädagoge und Regionalentwickler und beschäftige mich seit rund 20 Jahren mit dem Thema Arbeit, Arbeitsorganisation in Verbindung mit regionaler Entwicklung. Und ja, wir haben halt versucht, einige Dinge immer wieder zu probieren, also nicht nur den Diskurs zu führen, sondern auch gerade auf kleinregionaler Ebene auch Dinge auszuprobieren. Und das ist vielleicht auch unser Markenzeichen, dass wir Dinge eben einfach ausprobieren bei uns in der Region. Das Wir in dem Zusammenhang mit Othello ist einerseits ein Netzwerk aus im Moment 18 Standorten, die verteilt sind in Österreich und einer in Deutschland. Und gleichzeitig ein ehrenamtliches Netzwerk, das sich einfach um offene Räume, offene Denk- und Handlungsräume in Kommunen bemüht. Und das ist ein Netzwerk aus ca. 150 Personen, die aktiv hier an neuen Ideen, Veränderungen in jedem Systembereich mitwirken. Und dazu gibt es noch aus einer Gruppe, aus dem Othello entstandene Initiative, das ist die Othello Genossenschaft. Die Genossenschaft versucht, einige dieser experimentellen und ideellen Grundhaltungen und Ideen in konkrete Organisationsrahmen zu überführen. Das hat halt vor 2 Jahren dann zur Gründung einer Genossenschaft geführt. Das heißt, vor 5 Jahren haben wir dieses Netzwerk der offenen Technologielabore, diese ehrenamtliche Struktur gegründet, und jeder dieser Othello-Standorte ist als Verein organisiert. Der besteht dann dort aus einem ehrenamtlichen, wir nennen das Magic Five Team, also einem verantwortlichen Team, das sich als Gastgeber diesen Freiraum mitgestaltet. Und ich bin selbst aktiv in einem dieser Standorte in Forchdorf und hier als Standortsprecher ehrenamtlich tätig. Und gleichzeitig bin ich aber auch Miteigentümer und auch Angestellter in der Othello-Genossenschaft. Das heißt, meinen Verdienst, das, was ich zum Leben als Verdienst brauche, erwirtschafte ich über die genossenschaftliche Struktur, in der ich mich selbst angestellt habe. Ein Othello steht für offenes Technologielabor, und was wir versucht haben zu bekommen, ist freien Raum, wo etwas sein darf, aber nicht sein muss. Das heißt grundsätzlich, wo einen physischen existierenden Raum in einer Gemeinde, wo Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Hintergründen einfach aktiv das für sich als Freiraum nutzen können und sowohl über neue Themen hier nachdenken, als auch sie experimentell umsetzen und erproben und testen. Es ist so ein Stück weit wie so eine regionale Bürgerbeteiligungsplattform, die nicht nur über Neues nachdenkt, sondern auch bewusst in das Erforschen und Ergründen und Experimentieren gehen kann. Das setzt voraus, und das ist so eine Grundlage, dass eine Kommune per Gemeinderatsbeschluss für sich beschließt, so einen offenen Raum sich zu gönnen für die Kommune. Das ist eine Voraussetzung. Das heißt, wir kriegen diese Räume, die zwischen 150 und 700 Quadratmeter Fläche bieten, von der Kommune kostenfrei zur Verfügung gestellt, inklusive Betriebskosten, Heizung, Internet. Aber nach unserem Wunsch meistens leer, außer eine Küche. Ist meistens gewünscht. Und das ist so für einen Kommunikationsraum einfach aus unserer Sicht wichtig. Das heißt, ein Othello besteht aus diesem grundsätzlichen Rahmen, einem Standortteam nennen wir das, das sind die Magic Five. Die beginnen dann diesen Prozess, diesen Raum zu hosten und zu gestalten und als Gastgeberinnen und Gastgeber zu begleiten. Das ist so das Grundprinzip, gründen meist einen Verein und beginnen dann mit einem Prozess, der besteht aus Inspirieren, Begeistern, sich vertiefen und dann ermöglichen. Das heißt, dass Dinge, wenn sie mal sich weiterentwickeln, auch einen guten Weg weiterfinden. Wobei wir das nicht als Zielsetzung haben, dass dann sich Startups gründen oder keine Ahnung was. Es ist kein Inkubator im klassischen Sinne, sondern es soll eine offene regionale Entwicklungsplattform
sein, wo es tatsächlich um die Zukunft der eigenen Kommune und in Verbindung mit den anderen Standorten um eine gemeinsame Weiterentwicklung geht. Und wir haben vor 5 Jahren begonnen mit 2 Standorten hier im Salzkammergut und jetzt im Moment sind wir 18 Standorte, die sich halt untereinander auch gut vernetzt sind und wo man halt neue Strömungen, Ideen halt auch schnell einmal weiter kommunizieren, weitertragen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch sowas wie, wir nennen das Pro Bono Partner Netzwerk. Das heißt, wir bauen schon auch ein Netzwerk auf mit Partnerinnen, die auch, wenn wir etwas brauchen, uns Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, dass wir in einer sehr schlanken, einfachen Struktur mit wenig Geld, so gut wie kein Geld, aber sehr viel an Aktivitäten setzen können. Also es gibt in den Othello so etwas wie ein Grundmuster. Das heißt, jedes Othello hat sowas wie einen Gemeinschaftsraum mit Küche. Jedes Othello hat so etwas wie einen gemeinsamen Veranstaltungsraum, also den man sehr flexibel nutzen kann. Und jedes Othello hat 1 bis 10 sogenannte Nodes oder Räume, wo sich Gruppen vertiefen können. Das heißt, wo man tatsächlich sowas wie ein Labor einrichten kann. Und dann gibt es noch bei manchen Othello-Standorten die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Initiativen oder auch Schulen zum Beispiel Räume mitzunutzen. So in dem Raum, wo wir jetzt gerade dieses Interview führen, das ist eine Schule. Also da ist das Othello mitten in einer Schule. Das heißt, wir können hier aber auch Werkräume, Physiksaal, Schulküche mitnutzen und gleichzeitig hat aber die Schule durch Othello den Vorteil, dass wir mit Kooperationspartnern ein 3D-Drucklabor eingerichtet haben. Das können wir nutzen, aber auch die Schule. Das heißt, da gehen wir immer wieder auf den Versuch, durch Koexistenzen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Aber die Grundstruktur ist fast in jedem Othello identisch. Es gibt was Gemeinschaftliches, es gibt etwas, wo man recht flexibel veranstalten kann und es gibt eben auch diese Vertiefungsräume. Wir haben natürlich in der Beginnzeit war das offene Technologielabor sowas wie ein Stück weit ein Türöffner für den Gemeinderat. Das heißt, da steckt das Wort Technologie drin. Da konnten Sie gleich mal ein Häkchen drunter machen. Das müssen wir fördern, Punkt, Ende, nie. Wir haben allerdings auch immer kommuniziert, dass wir Technologie sehr unter diesem griechischen Sinn verstehen, im Sinne von Kunstfertigkeit, beziehungsweise beschreibt es ja eigentlich diesen Prozess von Gestaltung von Natur und Umwelt. Das heißt, wo wir mit Hilfsmitteln verschiedenster Art und Weise auch mental in die Gestaltung von Prozessen in der Natur und Umwelt eingreifen, um ein besseres Leben zu ermöglichen, im Idealfall. Und das war für uns eigentlich dieser Link. Wir wollten ein Stück weit diesen klassischen Technologiebegriff auch transformieren über die Jahre. Und das ist uns in vielerlei Hinsicht sehr gut damit gelungen. Das heißt, dass Technologie als gemeinschaftlicher Gestaltungsprozess stärker verstanden wird, wo wir Hilfsmittel uns aneignen und gemeinschaftlich entwickeln, um diesen Prozess mit einem offenen Labor und dieser Prozess dazwischen, das Technologie beschreibt für uns den Prozess, wo es um das Wie geht und auch ein Stück weit um die Haltung und auch ein Stück weit, was uns besonders wichtig ist, auch um die Reflexion der Folgen, wenn wir aktiv werden. Und das ist so aus unserer Sicht einer der wesentlichen, warum auch dieser Begriff, warum das jetzt immer noch offenes Technologielabor heißt, ist ein Stück weit auch der Versuch, einfach Haltungen zu transformieren. Es gab ab 2012 herum, gab es bei uns eine Gruppe, ein sogenanntes Node, nennen wir die Gruppen, so ein Netzwerkknoten, der sich sehr intensiv, auch standortübergreifend mit dem Thema Arbeit in Zukunft auseinandergesetzt hat. Recht wesentlich war intensive Auseinandersetzung mit dem Fridtjof Bergmann, mit dem Thema Neue Arbeit, Neue Kultur und mit dem Gerald Hüther zum Thema Potenzialentfaltung, dazugehören, wachsen dürfen, inspirieren, begeistern, ermöglichen. Also in diesem Konglomerat
gab es eine Gruppe von circa 20 Menschen, die sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt hat, kann man als Einzelselbstständiger oder als Mensch mit einem Anspruch, unternehmerisch tätig zu sein, das, was halt im Normalfall sehr einzelunternehmerisch oder in einer irgendwann kooperativ, zumindest in einer Kapitalverwertungsgesellschaft, einer GmbH oder so mündet, wo sofort das Thema Geld zum tragenden, grundlegenden Faktor wird. Das war ein Strang, gibt es eine Organisationsform, kooperativ zu wirtschaften, das uns in Summe kooperativ einen Vorteil bringt. Nämlich, dass es leichter wird, im Sinne von leichter wirtschaften, Dinge gemeinsam organisieren, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch wirksamer dadurch zu werden. Das war die eine Ebene. Ein zweiter großer Einfluss war, dass wir nach Wegen gesucht haben, einerseits würdevoll Geld zu verdienen. Das heißt, das, was man zum Leben braucht, würdevoll, gut, einfach zu erwirtschaften. Und dass aber nicht mehr Geld im Fokus steht, sondern unsere Gewinnidee war, frei verfügbare Zeit zu erwirtschaften. Das heißt, so etwas wie einen Grundrahmen herzustellen, wo wir sagen, ich brauche für mein Leben, damit ich gut leben kann, einen Verdienst von so und so viel. Das kann ich gut erwirtschaften, aber wenn ich mehr erwirtschafte, möchte ich das nicht ausbezahlt haben, sondern möchte das durch freie Zeit wieder konsumieren oder abbauen. Und das hat uns dazu geführt, über Modelle nachzudenken, unselbstständig selbstständig zu sein. Das heißt, diese Welt aus Unselbstständigkeit, sprich als Angestellter, mit dem Unternehmerischen so zu verknüpfen, dass wir auf beide Ebenen und Systeme Zugriff haben. Bei uns in Österreich kann man sich entweder für das oder für das entscheiden, aber es gibt im nicht diese Zwischenform, wo du tatsächlich mit diesen verschiedenen Ebenen auch experimentell spielen und üben kannst. Und der dritte Ebene, die noch dazugekommen ist, dass wir im ehrenamtlichen Netzwerk sind immer wieder spannende Ideen entstanden, wo wir danach gesucht haben, das aus diesen ehrenamtlichen Strukturen rauszunehmen, sobald das Thema Geld damit verknüpft wird. Das heißt, ein Projekt eingereicht wird oder eine Unternehmensidee weitergedacht wird oder ein Beratungsangebot oder ein Bildungsangebot entstanden ist, wo wir gesagt haben, wir möchten das nicht auch in diese ehrenamtliche Struktur, weil das würde bedeuten, sie muss sich mit Angestellten, du musst dich mit einer anderen Organisationsform dann auseinandersetzen und das hemmt eigentlich dieses freie Gastgeberische. Und das war die Sehnsucht nach in einigen Standorten hier irgendwo eine Übergangsebene, eine Ebene, so etwas wie ein Othello, das grundsätzlich eine Ermöglichungsstruktur ist, nicht ein eigenes Ziel verfolgt, sondern als Ziel verfolgen kann, denen, die da drinnen eine Existenz sich aufbauen, bestmöglichen Rahmen zu bieten. Und gleichzeitig aber auch im Außen als freundliches Wesen aufzutreten. Also als juristische Person, die aber durch das, dass sie auch mit anderen kommuniziert, das auch freundlich tun kann. Bei der Wahl der Organisationsform gab es ja auch fast einen 2 Jahre dauernden Prozess. Das heißt, wir haben nach Organisationsformen gesucht, die die vor allem eines bieten sollte, leicht hineinkommen und auch wieder leicht hinauskommen. Und wir haben uns mit verschiedenen Organisationsformen auseinandergesetzt und sind dann durch eines unserer jetzigen Mitglieder, sie hat damals ein Forschungsprojekt zum Thema Genossenschaftsgründungen gemacht und die hat ihre Masterarbeit geschrieben, bei der Thema war, eine Genossenschaft in Gründung zu begleiten. Die hat natürlich, wir hatten uns mit der Idee Genossenschaft auseinandergesetzt, aber merkt, furchtbar mühsam, ist kompliziert, ist irgendwie teuer, ist irgendwie altmodisch, ist irgendwie seltsam. Und sie hat aber durch ihre Impulse uns ein Stück weit mit dabei begleitet, die Genossenschaft so auszugestalten über die Satzung, was ja sehr gut möglich war, dass es ein für uns wirklich ideales Gefäß wird, unternehmerisches Gefäß.
und gebildet. Die Miteigentümer, wenn man so will, sprich die Genossenschaftsmitglieder, setzen sich jetzt aus drei Vereinen zusammen, die das mitgegründet haben, drei Othello-Vereine, und gleichzeitig die angestellten Mitglieder sind je nach Anstellungshöhe, bezahlen die so als Beginn, zeichnen die so viele Anteile am Beginn, damit sie so in etwa in der Höhe eines Bruttogehaltes Mitglied werden, wobei man dadurch nicht durch Kapitalisierung mehr Stimmanteile bekommt, sondern ein Kopf ist eine Stimme. Das heißt, jeder, der in die Genossenschaft dazukommt, ist gleichberechtigt oder gleich stimmberechtigt innerhalb der Genossenschaft. Und zu Beginn waren wir 9 Gründungsmitglieder plus die 3 Vereine. Und jetzt sind wir 14 und es kommen jetzt auch laufend neue angestellte Mitglieder dazu. Entweder über ein neues Projekt oder über eine neue Idee oder über eine neue Kooperation. Um zu verstehen, wie die Genossenschaft grundsätzlich tickt, ist, wir sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer von der Haltung her. Das heißt, wir haben die Genossenschaft jetzt, wir nennen das hier nicht mehr selbstständig, unselbstständig, da würden wir unendlich Probleme bekommen mit allen umgebenden Systemen, sondern die Genossenschaft ist ein System, um unselbstständig mit einem Höchstmaß an Eigenständigkeit zu sein. Und das bedeutet aber auch, also einsteigen in die Genossenschaft als Mitglied und dann in weiterer Folge als angestelltes Mitglied, geht nur, wenn du eine Grundidee, aber auch mit einem vereinfachten Businessplan mitbringst, damit du dein Gehalt von Beginn an selbst finanzieren kannst. Und das bedeutet auch, dass jeder von uns innerhalb der Genossenschaft einen eigenen Kostenträger hat. Das heißt, sowas wie eine eigene kleine Einnahmen-Ausgabenrechnung, wo man genau weiß und auch einen Plan vorlegen muss, wie man vorhat, sein selbstgewähltes Gehalt, also du bestimmst selbst, wie hoch du angestellt bist, und das ist möglich, ab Geringfügigkeit kannst du dich bei uns vereigenständigen. Du entscheidest aber selbst, in welcher Höhe du in die Genossenschaft einsteigst und was du dir am Beginn an zutraust, tatsächlich auch eigenständig zu erwirtschaften. Der große Vorteil ist, du bist von Haus aus jetzt in einem kooperativen Umfeld, kannst dich teilweise schon am Beginn einmal an einem Projekt beteiligen. Also dieses kooperative Umfeld ist natürlich dienlich, aber die Grundlage ist und muss sein, dass du dein Gehalt selbst und eigenständig erwirtschaftest. Und das ist halt ein Grundprinzip. Ohne dem, wenn du da keine klare Idee vorlegen kannst am Beginn, kannst du auch in die Genossenschaft nicht einsteigen. Die Genossenschaft übernimmt auch keine Verantwortung, für dich zu akquirieren, um an Aufträge zu kommen. Aber sehr wohl unterstützen wir uns wechselseitig dabei. Aber das ist halt ein offenes Format. Was dazu kommt, ist, dass im Genossenschaftsprinzip die Steuerungsebene, sprich der Vorstand, den man per Satzung definieren muss, ja auch ein ehrenamtliches Gremium ist. Das heißt, diese Steuerungsebene bedeutet für uns aber auch, dass wir als Organisationsmodell, und das haben wir ziemlich einzigartig, Soziokratie als Organisationsprinzip für uns gewählt haben. Und das besteht, und das heißt, sobald man auch als Mitglied einsteigt, wird man Teil eines Arbeitskreises, der sich halt entweder Themenfeld Personal, Thema Organisation, Thema Finanzen oder Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und der fünfte, das entspricht sozusagen dem Vorstand, ist der Koordinationskreis. Und das Schöne natürlich am genossenschaftlichen Prinzip, dass das ja durch Wahl immer wieder wechselt. Das heißt, es gibt keine verfestigten Grundstrukturen, sondern auch die ändern sich immer wieder. Und die einzige Firmenbuch, wenn man so will, also die einzige auch bezahlte Änderung im Sinne von Genossenschaftsrecht, ist nur, wenn sich diese Grundfunktionen durch Wahl ändern. Wenn ein Mitglied aus- oder einsteigt, hat es keinen Gesellschaftervertragsänderung oder keinen großen juristischen Effekt, sondern man kann auch die Othello Genossenschaft als Testplattform verwenden, um eine eigene Business-Idee auch mal zu erproben.
und auch klein beginnen. Das heißt, wenn man sagt, ich habe noch meinen Job und beginne innerhalb der Genossenschaft einmal geringfügig und schaue, wie sich das entwickelt. Das Schlimmste, was man bei uns verliert oder ist, dass man, oder was passiert, ist, dass man sich selbst kündigen muss. Und das ist halt so ein Grundprinzip. Oder beziehungsweise ist es dadurch auch möglich, dadurch, dass wir auch angestellt sind, kann man sich selbst bei uns in Bildungskarenz schicken. Keine Ahnung, ob es das in Deutschland zum Beispiel gibt in der Form. Aber du kannst sämtliche Fördersystematiken für Angestellte nutzen und gleichzeitig können wir als Unternehmen auch sämtliche unternehmensbezogene Förderprogramme nutzen, wo wir Miteigentümer sind und dadurch aber auch aus den verschiedenen Systemen versuchen, immer gute Balancen zu finden. Und das ist ein Stück weit dieses Experiment, das war es auch von Beginn an, wie trägt das dazu bei, mehr an Balance in eigene Arbeitskontexte, Möglichkeiten zu integrieren. Und da merken wir, da ist unglaublich viel Potenzial. Also da haben wir so ein Stück weit sowas wie eine Büchse geöffnet, wo man jetzt merkt, dadurch, dass wir voriges Jahr für diese Unternehmensgründung haben wir den Sozialinnovationspreis gekriegt in Österreich, was natürlich eine spannende Implikation mit sich bringt. Weil die Genossenschaft an sich, das ist ähnlich, wir haben so ein Credo, Othello macht nichts, Othello macht möglich. Das heißt, es gibt keinen, wir sind nicht definiert im Sinne von Ziel, in ein bestimmtes Themenfeld zu investieren. Oder dass der Gründungsgrund ist, Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel zu lösen, sondern der Unternehmensgegenstand ist ein ideales unternehmerisches Gefäß, das dienlich für die Mitglieder ist, zu kreieren und weiterzuentwickeln. Das heißt, es ist sehr stark nach innen orientiert und ein zusätzliches Element, das entwickelt sich jetzt stärker, ist, dass sie auch, wenn sich Mitglieder innerhalb, angestellte Mitglieder zusammenschließen und nach außen hin sowas wie ein Unternehmensfeld öffnen. Beispielsweise Learning Spaces ist so ein sogenanntes Label, nennen wir das dann. Das heißt, nach außen wirksam, die Othello Egen ist mehr der Rahmen, also wo du bist Teil der Othello Egen. Nach außen wirksam wirst du aber als Label, zum Beispiel Learning Spaces oder Innovation und Consulting oder ein eigenes, neu definiertes Label, wo 3, 4 angestellte Mitglieder einen Unternehmensbereich nach außen aufbauen. Damit kriegen wir zusätzlich Spielraum. Also im Moment bewegen wir uns sehr stark im kreativwirtschaftlichen Umfeld und im Bereich der Regionalentwicklung, wenn man so will. Also wir haben in Richtung Werbeagentur, PR, in Richtung Unternehmensberatung ist ein starkes Feld und vor allem hier im Schwerpunktfeld Regionalentwicklung. Also so Unternehmen in Innovationsprozessen begleiten, aber auch ganze Regionen in Innovationsprozessen begleiten, ist ein Themenfeld. Wir haben das Themenfeld Elektronikentwicklung sehr stark fokussiert, auch in Richtung Open Hardware und solche Dinge. Dann gibt es ein Schwerpunktfeld in Richtung Filmproduktion, von Videointerventionen für Unternehmen bis hin zu Kinofilmproduktionen. Das ist ein sehr starkes Feld. Dann gibt es dieses Feld Learning Spaces, das heißt neue Lernräume entwickeln, das heißt neue Lernformate kreieren, generationsübergreifende Lernformen, Projekte zu initiieren, Zugang zu schaffen zu Bildung auf unterschiedlichste Art und Weise und dafür neue Formate zu kreieren und Organisationsmodelle zu entwickeln. Das ist ein sehr starkes Feld. Ja, so, das ist so ein bisschen die Bandbreite. Also wir haben im Moment auch kooperativ gemeinsam 3 Gewerbebereiche, also 4 eigentlich. Das 4. melden wir erst an, wenn es eine bestimmte Größe überschreitet. Aber dadurch sind wir jetzt 14 Leute und müssen nur 3 gemeinschaftlich 3 Gewerbe uns finanzieren. Haben auch kooperativ gemeinsame Versicherung. Das heißt, man spart sich auch in so einem kooperativen System ganz real jede Menge Kosten. Das muss man, und auch dadurch, dass man recht viel Spielraum hat, sein eigenes Gehalt zu gestalten, kann man je nach Lebensphase, und das war auch ein großes Anliegen, natürlich auch gestalten, in dieser Lebensphase
senke ich mein Gehalt, weil ich dadurch einfach so und so viel mehr Freizeit brauche. Die Kosten sind weniger, weil drei Kinder jetzt nicht mehr daheim wohnen und solche Dinge. Das heißt, was natürlich eine große Hürde beziehungsweise auch ein Riesenvorteil ist, wenn man kulturell das aushält, ist, dass es absolute Transparenz gibt. Also jeder von uns weiß, was der andere verdient, warum auch, warum das jetzt in dieser Lebensphase notwendig ist und wie sich das auch, wie der Versuch gerade jetzt aktuell läuft, eine gute Balance herzustellen. Und wir gönnen uns auch als Genossenschaft eine begleitende Supervision genau in diesem Prozess. Und das ist, denke ich, auch neben dem, dass es wichtig ist, die Dinge zu erwirtschaften, ist das aber eines der wesentlichen Faktoren, damit diese Grundsystematik überhaupt kulturell funktioniert. Es gibt ein Grundprinzip bei uns, du steigst ein in die Genossenschaft und in den ersten beiden Jahren baut man sich einen sogenannten persönlichen Sicherheitspuffer auf. Der ist dann aufgebaut, wenn zumindest man sich sein eigenes Gehalt 3 Monate weiter bezahlen kann. Und der persönliche Sicherheitspuffer deckt davon ungefähr 1,5 Monate ab. Und dann bezahlen wir aber auch kollektiv in einen solidarischen Puffer ein, weil sonst würden wir zu viel Eigenkapital ansammeln. Das bringt uns überhaupt nichts. Sondern ein Teil geht in diesen gemeinsamen Sicherheitspuffer, damit in Summe zumindest 5 angestellte Mitglieder ohne Probleme 3 Monate weiterfinanziert werden können. Das heißt, das ist so ein teils individuell, aber teils auch solidarisch geprägt. Und dann gibt es noch sowas wie einen freiwilligen Sicherheitspuffer oder Solidartopf, nennen wir das, wo man freiwillig, wenn man einen Überschuss produziert hat, den man reingeben kann, um einfach Geld zur Verfügung zu haben für experimentelle neue Dinge oder auch einmal für gemeinsame Weiterbildung. Aber das ist rein freiwillig. Also erforderlich ist am Beginn dieser solidarische Sicherheitspuffer und der individuelle, dass die mal ausgestattet sind. Und die ändern sich natürlich, wenn man die Anstellungshöhe verändert, variieren die. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit, auch immer wieder die Anstellungshöhe zu verändern. Ich glaube, ich habe seit Beginn schon 4 oder 5 Mal verändert. Beziehungsweise jetzt im Moment, nachdem meine Lebensgefährtin, meine Frau ja auch in der Genossenschaft ist, haben wir auch beschlossen, auch untereinander solidarisch, dass wir, egal wer wie viel jetzt möglich ist, aufgrund unserer Familienkonstellation mit 3 Kindern zu arbeiten, wir aber uns definitiv immer das Gleiche auszahlen. Das heißt, es gibt ja normalerweise in Familien oft so ein Ungleichgewicht, was ja dann auch Folgen hat für Pensionseinzahlungen, für all diese Dinge. Und auch hier kann man das Modell nehmen, um als partnerschaftlich solidarisch eine gemeinsame Ebene herzustellen. Das ist unglaublich spannend und auch erleichternd. Das heißt, egal wie viel wer im Außen ist oder im Innenverhältnis, kann man einfach da bewusst auch gestalten und variieren. Das ist schon normal, du bist normaler Dienstnehmer. Das heißt, du hast einfach ein ganz normales Personalkonto und ein Lohnkonto und du hast nur weit mehr Einfluss auf dieses Lohnkonto, als es normalerweise Angestellte haben, weil du ja Miteigentümer bist und damit aber auch in die gesamte Unternehmenssteuerung ja mit eingebunden bist, auch über das soziokratische System. Das setzt ja auch voraus, dass alles, was wir entscheiden, ja im Konsens entscheiden. Das heißt, das Grundprinzip ist, dass alle gehört werden. Und das zweite Grundprinzip ist, dass es keine schwerwiegenden Einwände gegen Entscheidungen gibt. Und ich glaube, wir haben jetzt über 150 Entscheidungen so getroffen und das ist also eine Form von Kultur. In weiterer Folge ist es auch möglich, diesen Ausstieg auch mitzugestalten. Also wenn man jetzt eben, das ist noch niemand im Rentenalter bei uns, aber wir denken auch über solche Dinge nach. Also wie kann man sich eigentlich auch den würdevollen Übergang jetzt, wenn man sich gesellschaftlich das jetzt anschaut, werden viele Dinge so nicht mehr ticken und funktionieren. Das heißt, wir haben jetzt auch ein laufendes Projekt, wo wir uns
mit Wohnen, Leben, Kooperieren im Alter beschäftigen, schon ein bisschen vorab. Das heißt, da gibt es natürlich in unserem Gestaltungsprinzip dann die Möglichkeit, dass man sich schon einen längeren Puffer noch anspart, um sich dann länger, um sich eine Altersteilzeit zum Beispiel zu ermöglichen. Solche Dinge. Und das sind Diskussionen, die wir jetzt beginnen auch. Das Grundprinzip bei uns ist, jetzt wären zum Beispiel 4 von unseren Mitgliedern dann Eltern geworden. Das heißt, da ändert sich die Lebensphase und die Lebensorganisation. Und wie gelingt es, das aber wieder in eine Annäherung von Balance zu bringen? Dass wir so ganz im Balance sind wir ja nie. Wir nähern uns ja immer nur an. Und was kann so eine Unternehmensform beitragen, um das zu unterstützen? Was wir wissen, ist, dass Menschen sich verändern und dass es hier keine linearen Entwicklungen gibt. Und dem Rechnung tragend braucht aber diese Organisationsform, die auch nicht zu groß wird. Also wir reden jetzt ja bei unserer Genossenschaft von einer Größe von 16 Mitgliedern, dann reicht's mal. Also so die Idee, wir wollen noch miteinander gut essen können, ist so ein Grundprinzip. Da unterstützen wir eher den Aufbau einer neuen Genossenschaft nach der Form, als dass wir sie unendlich erweitern. Das sehen wir als eines der größten Probleme im Genossenschaftssystem, dass sie zu groß werden. Also es fängt eigentlich dieses Mitgliederbezogene, dass alle gehört werden, Prinzipien fangen an, in hierarchische Ebenen zu wechseln. Das heißt, wo Entscheidungskriterien dann so delegiert werden, dass es aber tatsächlich nicht mehr möglich ist, dass alle mit in diesen Entscheidungsprozess eingebunden werden. Und weil es einfach nicht mehr geht, beginnt man andere Organisationsmodelle zu wählen, die aber dann meist aus unserer Erfahrung dazu führen, dass sich die Genossenschaft selbst von der Basis entfernt. Und damit experimentieren wir. Also wir wissen noch nicht, was die ideale Größe ist, weil wir heute sehr unterschiedliche Menschen sind. Jetzt im Moment am Beginn haben wir gesagt, ja, 8 bis 10, und jetzt gehen wir auf 16, was jetzt auch für das soziokratische Prinzip mit unseren 4 operativen Arbeitskreisen recht gut scheint zu ticken. Dann ist jeder nur mehr in einem Arbeitskreis, damit diese ehrenamtliche Organisationsebene auch entlastend wirkt und nicht zusätzlich noch belastend. Das ist jetzt, war natürlich im Aufbau ganz schön viel Arbeit, das auch so ein Stück weit abzusichern, dass wir rechtlich, unternehmensrechtlich, genossenschaftsrechtlich und arbeitsrechtlich keine Probleme kriegen. Also das ist ja, das an sich ist ja schon eine tagesfüllende Beschäftigung, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Speziell in Österreich, also da ist das sehr, sehr restriktiv. Und wir müssen einfach auch aufpassen, und in unserem Prinzip ist es so, dass wir nicht unsere Unselbstständigkeit aberkannt bekommen. Normalerweise ist es nur umgekehrt. Aber bei uns ist eher die Gefahr, dass man uns aberkennt, dass wir volle Dienstnehmer sind, was wir aber sehr wohl sind. Also mit allen Rechten, Pflichten und auch aus unserer Sicht allen Gegebenheiten. Da kommt das nächste Thema, was für manches schwer zu nehmen ist. Und zwar, du bist ja Mitarbeiter innerhalb der Genossenschaft. Das heißt, sämtliche erwirtschafteten Güter, Investments gehören der Genossenschaft. Das heißt, du bist nicht mehr der Eigentümer, aber du bist die Nutzerin oder der Nutzer von Ressourcen. Und das heißt aber auch, also wenn du aus der Genossenschaft an sich aussteigst, kriegst du deine Einlage, also deine Mitglieds Einlage wieder retour, aber du hast sonst keinerlei Ansprüche auf irgendetwas. Das heißt, wir sehen die Genossenschaft tatsächlich also als kooperativen Rahmen, um aus dieser gehört mir Wahnsinnigkeit rauszukommen. Und das heißt aber auch, man wird dadurch offener, Ressourcen, Ideen, Dinge auch zu teilen. Das heißt, in der Genossenschaft, wir haben uns jetzt 2 Elektroautos gemeinsam angekauft, eben auch aus einer individuellen Kostenstelle heraus. Aber trotzdem überlegt man sich Ideen, ja, wie können wir das gemeinschaftlich nutzen besser? Weil gehören tut sowieso nicht mir,
Also kann man es auch gleich gemeinsam nutzen. Oder wenn wir Filmkameras, solche auch materielle Ressourcen, aber auch ideelle Ressourcen. Das heißt, so etwas wie einen Wissenspool und einen Know-how-Pool aufzubauen, der einfach kooperativ sich erstens besser anreichert, zweitens in der Wirksamkeit sich multiplizieren lässt, macht uns aber nur in Kombination aus. Und das heißt aber, alles, was ich da drin tue, gehört mir nicht persönlich, sondern ist Teil der Genossenschaft. Das heißt, und trotzdem fühle ich mich aber als Unternehmer. Und dadurch konzentriere ich mich auf meine Haltung als Unternehmerin und wie ich das mache und nicht so sehr auf das, was da so neben dem natürlich, was ich zum Leben brauche, ist aber der Mehrwert, dass mehr entsteht, gemeinschaftlich. Und das macht es viel offener, viel befreiter. Nur wenn man diese Kultur nicht mitträgt, wirst du wahnsinnig da drin. Also da kriegst, hast immer das Gefühl, du, also so dieses klassische Denken, ich habe erwirtschaftet, deswegen gehört es mir, deswegen habe ich den Anspruch, habe ich Anrecht auf alles, auch alle Rechte, die damit verbunden sind, davon muss man sich verabschieden. Und das ist eine Haltungsfrage, die recht wesentlich ist im Einstieg. Das heißt, ist man sich bewusst, dass man zwar Nutzungsrecht von Ressourcen hat, aber nicht das Eigentumsrecht. Vielleicht zu den Rollen, glaube ich, das ist, was schon noch wichtig ist, weil du hast es ja angesprochen. Das heißt, wenn ich mich persönlich nehme, ich bin angestelltes Mitglied, ich bin innerhalb eines Arbeitskreises, hoste jetzt den Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich bin jetzt auch gleichzeitig im Vorstand. Dadurch, dass ich Host eines Arbeitskreises bin, bin ich ja automatisch als Vorstandsmitglied drinnen. Ich bin gleichzeitig im Label Learning Spaces und Innovation und Consulting aktiv. Das heißt, nach außen hin ist es so mein Dienstleistungsportfolio, Angebot gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin aber auch individuell als Coach, Berater auch genauso aktiv und wirksam. Das heißt, und gleichzeitig bin ich als stimmberechtigtes Mitglied in der Generalversammlung Miteigentümer. Und diese unterschiedlichen Rollen, das ist ein Lernprozess, sich in denen zu bewegen. Das macht es aber auch in vielerlei Hinsicht leichter, wenn man weiß, in welcher Rolle ich jetzt bin, die anderen einmal ruhen zu lassen und sich auf die zu konzentrieren. Das setzt viel Klarheit auch voraus, damit man systemisch das nicht, keine Verwicklungen reinkriegt. Also, dass man da auch ein hohes Maß an Awareness immer wieder mitbringt, um diese Dinge auch klar, zu kommunizieren, in welcher Rolle man jetzt eigentlich gerade hier sitzt und aktiv ist. Mit dir rede ich jetzt in meiner Funktion als Host vom Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, ja auch einfach wieder auszusteigen. Und wir hatten am Beginn ein Gründungsmitglied dabei, der nach einem Jahr auch wieder ausgestiegen ist. Aus unterschiedlichen Gründen, aber ich denke, einer der wesentlichen Gründe war, dass das, was er individuell sich erwartet hat, innerhalb dieser Genossenschaft, nicht dem entsprochen hat, was er für sich als Unternehmer realisieren wollte. Und das endet damit, dass die Anstellung endet und man nach einer Sperrfrist, so wie es im Genossenschaftsprinzip ja ist, auch seine Anteile wieder retour kriegt. Und das soll ja auch möglich sein. Was es auch schon gegeben hat, ist, dass wer sie zwischenzeitlich in Bildungskarenz geschickt hat, zum Beispiel. Einfach wo er gemerkt hat, es geht gerade so dicht oder es fehlt ein bestimmter Kompetenzbereich oder also solche Dinge, also dass man auch pausiert und damit auf Null stellt für ein halbes Jahr oder Jahr. Also solche Dinge sollen ja auch bewusst möglich sein. Und es gibt, also jetzt im Moment kann man sich in unbezahlten Urlaub schicken. Du kannst in vielerlei Hinsicht ja alles nutzen, was es an Möglichkeiten gibt. Und der Fokus ist immer das, was verschafft jetzt in dieser Lebensphase die Balance, die man braucht. Und wie verhält sich dieses Gefäß der Genossenschaft als
Förderziel ja, die Mitglieder zu unterstützen. Wie verhält sich da die Genossenschaft dazu? Die Frage, man kann sich bei der Othello Genossenschaft ja nicht klassisch bewerben und sagen, ich möchte als Mitarbeiter anfangen, sondern wir haben so einen Prozess der Annäherung definiert. Das heißt, Annäherung erfolgt einmal, man lernt uns kennen. Wir haben so verschiedene Formate wie das Eat and Meet. Da kann man mal kommen und uns kennenlernen, ein bisschen mehr über die Genossenschaft erfahren. Man kann dann in weiterer Folge für sich selbst die Motivation formulieren und uns schicken, schriftlich, wo die Anknüpfungspunkte für die Person in Verbindung mit ihrer jetzigen Lebenssituation gerade sind. Und natürlich auch mit einer Beschreibung, womit möchte ich mein Geld verdienen. Und das ist das Zweite. Und dann gibt es bei uns das System, du bekommst so einen Mentor, der mit dir diesen Einstieg begleitet in dem Prozess. Bis zu gemeinsam eine Budgetierung für das Jahr zu erstellen, in welcher Anstellungshöhe, also um in diesen, in welchen Arbeitskreis möchte man andocken, also um diesen Schritt-für-Schritt-Prozess dann zu begleiten, bis es dann zu einer Aufnahme als Mitglied kommt und dann in weiterer Folge zu einer Anstellung. Und dann ist man mit dabei. Aber es ist kein klassischer Bewerbungsprozess, gibt es natürlich nicht, weil wer soll bitte entscheiden, sondern es ist ein Annäherungsprozess, das, wo man einfach dann sukzessive auch reinwächst. Bei der Genossenschaft ist es so, dass wir zwar einen Firmensitz haben, aber dort arbeiten genau zwei Leute, weil das ist bei uns zu Hause. Ansonsten sind alle Mitglieder in ganz Österreich verteilt. Also im Moment eher in Westösterreich zwischen Linz und Wien. Aber wir haben einmal im Monat ein gemeinsames Treffen, einen ganzen Tag. Und ansonsten arbeiten alle dezentral, teilweise in Arbeitsgruppen, treffen sich auch des Öfteren. Aber ansonsten sind wir wie klassische Unternehmerinnen auch, suchen wir auch vernetzte Arbeitsplätze, nutzen auch die Othellos als Treffpunkt, um auch mit den anderen, mit dem Netzwerk in Kontakt zu bleiben. Und ja, setzt natürlich auch nochmal in die Arbeitsorganisation ein hohes Maß an Strukturiertheit voraus, es funktioniert. Also so eine gemeinsame EDV-Plattform, wo Dinge strukturiert verwaltet werden. Oder eben, dass wir eben viel Hangouts, Skype und solche Dinge auch nutzen, um halt untereinander gut in Kontakt zu bleiben. Verwenden wir das Open Source, die Open Source Variante von C-File für die Dateiablageverwaltung, Kommunikation. Und jetzt im Moment, aber wir nutzen auch andere Plattformen, weil wir auch mit vielen anderen kooperieren, von Slack über Trello, über Evernote, also wir testen auch immer wieder neue Tools, um hier natürlich E-Mails nach wie vor. Und ansonsten halt Skype, Hangout, sind halt so Tools. Adobe Connect manchmal für Videokonferenzen. Also es ist je nach Anforderung versuchen wir halt auch die Tools zu finden, die für den Anwendungsfall geeignet sind. Aber die grundlegende IT-gestützte Plattform ist im Moment C-File, um die gesamte Organisation und Verwaltungsebene abzubilden. Also grundsätzlich ist so, dass alles, wenn es um Othello an sich, um dieses Basisnetzwerk geht, also um einen Othello-Standort, gibt es das Othello-Handlungsbuch und das ist Open Source, ist frei zugänglich und das kann sich jeder downloaden und sich einfach damit verknüpfen und einmal beginnen zu schauen, erreicht man es selbst mit der Kommune eine Vereinbarung zu treffen. Das Grundkonzept und Modell von Othello ist Open Source. Das kann auch jeder weiterentwickeln oder weiter was einbringen. Wenn aber eine Prozessbegleitung notwendig ist, dann unterstützen wir auch noch dabei, vielleicht ein Projekt einzureichen oder auch Ideen zu geben, wie man Finanzierung aufstellt. Oder die Kommune an sich kauft uns als Prozessbegleiter einfach zu. Wir haben ein Label, das nennt sich Othello Outreach.
wo wir zu viert auch so Othello-Entstehungsprozesse auch auf deine ganze Region begleiten, also gleich 4, 5 Standorte gemeinsam zu entwickeln. Das ist so ein, da haben wir ein Begleitungsmodell. Wir arbeiten jedoch jetzt gerade intensiv an einem, weniger an einem Verbreitungsmodell, sondern mehr an einer Form der Skalierung. Das heißt, dass wir eher Menschen vor Ort quasi ausbilden oder halt das mitgeben, dass sie dann die Prozesse vor Ort besser selbst begleiten können. Und das ist aber gerade so eine Entwicklung, aber auch aufgrund dessen, dass wir jetzt in Spanien, Italien und Deutschland halt auch schon auch in der Internationalisierung ein Stück weit drinstecken, wo man dann Dinge einfach auch nochmal neu denken muss. Ganz, ganz klar. Danke dir ganz herzlich. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen Punkt jetzt, weil wir haben genug Material. Und vielen Dank für deine Zeit. Ich gebe dir die Hand. Ich beende jetzt erstmal die Übertragung. Wir können ja dann noch 3 Sätze miteinander sprechen.